Als nächstes am Wort Elisabeth Großmann, Bildungssprecherin bei der SPÖ. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, lieber Kollege Strolz, deine veralterten Schulbücher wirst du im Zeitalter der Digitalisierung bald einpacken müssen. Und ich habe jetzt schon irgendwo erkannt, auch bei deinem Debattenbeitrag, worum es jetzt geht bei diesem Fristsetzungsantrag. In Wahrheit um ein Match Neos gegen Grüne, weil sich die Grünen hier in den Verhandlungen wirklich sehr kooperativ gezeigt haben, sollen sie da irgendwie vorgeführt werden. Naja, das ist das formelle Ding, ne? Aber da geht es darum, offensichtlich die Grünen irgendwie vorzuführen. Wie auch immer, in manchen Punkten gebe ich dir durchaus recht. Das gegenwärtige System der Schulverwaltung ist ein über viele Jahrzehnte gewachsenes Geflecht. Gemeinden, Länder, den Bund, die Schulpartner umspannend. Und ich sage bewusst gewachsenes Geflecht, weil erfinden kann man sowas in Wahrheit gar nicht. Sowas muss wachsen. Und es ist gewachsen, um eine Balance auch herzustellen zwischen den verschiedensten Entscheidungsträgerinnen und Träger, der verschiedensten Rechtsträger, Interessensträger über Jahrzehnte. Da waren die meisten von uns noch gar nicht auf der Welt, ist dieses System schon entstanden. Und es ist tatsächlich, und da gebe ich dir und vielen anderen auch recht, zu verwachsen und nicht mehr in der Lage, auch wirklich einem modernen Bildungsbegriff gerecht zu werden. Und deshalb sind wir dieses große Bildungsreformvorhaben, dieses große Paket auch gemeinsam angegangen mit den Herzstücken Schulautonomie und Behördenreform. Es ist ein schwieriges Unterfangen und Sie alle bekommen es ja auch live tagtäglich mit, wie schwierig hier die Auseinandersetzungen sind, weil eben so viele Kompetenzen mit betroffen sind, so viele Interessen auch mit betroffen sind und natürlich die Debatte entsprechend emotional auch geführt wird. Und natürlich sind sehr viele Interessen hier in Einklang zu bringen und das macht das alles mehr als schwierig. Aber wir sind dieses Unterfangen eben angegangen und damit aber auch haben wir auch ein lebendiges Bekenntnis abgegeben, entsprechend dem heute gestellten Fristsetzungsantrag hier ein Bekenntnis, ja, tatkräftig zu untermauern in Richtung Abzug der Parteipolitik aus dem Schulwesen, aus dem Bildungswesen, gerade mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, Abschaffung der Landesschulräte, der geschäftsführenden Präsidenten, Präsidentinnen, der Stellvertretungen, alles natürlich politische Funktionen, der Kollegien, politische Gremien, all das wollen wir abschaffen und stattdessen einen Bildungsdirektor, eine Bildungsdirektorin einsetzen mit einem klaren Qualifikationsprofil nach einer Ausschreibung mit entsprechenden Hearings, dass das alles natürlich gewährleistet ist und dieser Direktor, die Direktorin soll von der Bildungsministerin bestellt werden. Ja, das konnten wir nicht wegbekommen auf Vorschlag der Landeshauptleute, aber bisher war es so, dass die irgendjemanden einsetzen konnten, ohne irgendein Qualifikationsprofil. Völlig willkürlich, völlig auch der Willkür der Landeshauptleute ausgesetzt. Und das ist wahrlich reformbedürftig. Und das sind wir angegangen. Und hier haben wir auch mit den Ländern Kompromisse erzielt. Da sind auch die Länder über ihren Schatten gesprungen. Da möchte ich mich auch bei den Landeshauptleuten bedanken. War keine Selbstverständlichkeit. Es waren schwierige Verhandlungen. Aber hier ist wirklich sehr vieles gelungen. Und ja, viele Maßnahmen, Vereinfachungen der Abrechnung und die Zusammenführung der Doppelgleisigkeiten. Also es sind so viele Modelle drinnen, Objektivierungsverfahren bei der Leiterinnenbestellung, wobei es da schon sehr viele Modelle auch gibt, die gelebte Praxis sind, so wie in der Steiermark. Aber jetzt wollen wir ein bundesweit einheitliches, objektives System schaffen, damit diese Positionen auch wirklich vergleichbar sind und damit hier wirklich gleiche Startbedingungen geschaffen werden.
geschaffen werden und die Qualität auch gesichert ist. Und jetzt geht es darum, viele haben mitgewirkt an diesem Reformpaket. Die Regierungsparteien, auch vielen herzlichen Dank, Brigitte Jank und die Mitverhandlerinnen und Mitverhandler. Es ist unser gemeinsames Paket. Die Beiträge der Oppositionsparteien waren sehr, sehr wertvoll. Und gerade die Grünen haben hier noch einen Kompromissvorschlag geliefert, wo sich eigentlich wirklich alle wiederfinden könnten, weil sich da wirklich auch niemand in seiner Beschlusslage verbiegen muss. Jetzt geht es darum, dieses Paket auch wirklich zuzuschnüren, durchs Parlament zu schicken, damit die Inhalte möglichst rasch bei Österreichs Schülerinnen und Schülern ankommen. In diesem Sinne bitte ich Sie um Kooperation. Danke. Die Schulverwaltung sei ein über Jahrzehnte gewachsenes Geflecht, so Elisabeth Großmann von der SPÖ. Es sei aber zu verwachsen und werde einem modernen Bildungsbegriff nicht gerecht. Deshalb habe man sich auf eine umfassende Bildungsreform geeinigt.